begegnest, wenn es um Milchwirtschaft geht? Also ein Vorurteil, dem ich sehr häufig begegne, ist, dass große Tierbestände schlecht werden für die Tiere und die kleineren unbedingt besser. Das muss man ganz klar zurückweisen sozusagen. Auch eine kleine Tierhaltung kann schlecht sein und größere Tierhaltung super gut im Tierwohl. Was man halt in den Blick nehmen muss, ist, es kommt viel mehr aufs Management des Betriebs drauf an. Und es ist natürlich so, dass die Anforderungen ans Management in einem größeren Betrieb deutlich größer sind. Also insofern, dort spielt die Größe eine Rolle, aber mit der Ausbildung, die Landwirtinnen und Landwirte heutzutage haben, sind sie da in der Regel vernünftig darauf vorbereitet und können entsprechend auch größere Tierbestände gut managen. Paula, welche Vorurteile begegnen dir und wie gehst du mit den Vorurteilen um? Ja, allgemein natürlich die Mutter-Kalb-Trennung, die wird ja häufig kritisiert. Ich versuche es dem Verbraucher dann halt immer so einfach wie möglich zu erklären oder das dann auch so zu vermenschlichen, dass er das einfach besser versteht, weil es bringt ja nichts, damit Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Man will die ja abholen und ich sage dann immer, das Kalb geht dann halt in den Kindergarten, wie Kinder in den Kindergarten gehen und die Kuh geht dann halt praktisch arbeiten, halt nur aufs Karussell, ist im Prinzip dasselbe. Ja, natürlich gibt es dann auch ganz andere Vor- und Nachteile, fachspezifisch, aber ja, das ist dann halt eher so intern unter Landwirten. Ja, Philomena, welche Vorurteile kennst du und was machst du, um diese Vorurteile abzubauen? Also mir begegnet ganz oft das Vorurteil, ja, die Landwirte, die machen das alles einfach so, wie es schon immer gemacht wurde und die wollen es nicht verändern, das muss alles so bleiben. Aber ich erlebe eigentlich das absolute Gegenteil. Ich bin ja viel auf Fachveranstaltungen dabei und da werden immer aktuelle Themen angesprochen, ob das jetzt Tierwohl, Umwelt, also tausend andere Themen sind. Und das sind wirklich aktive, praktische Landwirte dabei, die überlegen sich, was können wir da machen, wie können wir uns anpassen, wie können wir das tatsächlich auf unseren Betrieben umsetzen. Ja, nicht alle Wünsche, die da auf die Landwirtschaft zukommen, sind auch tatsächlich in der Praxis immer umsetzbar oder sinnvoll. Aber da sind auf jeden Fall Landwirte dran, dass sie schauen, wie können wir das bei uns verwirklichen.